Tiefeinsteiger ein großer Trend, nicht nur bei älteren Personen, sondern auch bei vielen Leuten, die Kinder haben oder Gepäckträger hinten drauf haben, die ein Citybike möchten, das sehr leicht bedient werden kann. Und da hat sich ein deutscher Hersteller, nämlich die Vinora-Gruppe mit der Marke Vinora, ein Herz gefasst und gesagt, wir machen mal ein preiswertes Modell, das in der Lage ist, die Geschmäcker von ganz vielen Leuten zu erfüllen, nämlich ein Tiefeinsteigbike, was nicht unbedingt altbacken aussieht, sondern ganz modern. Nico Ockenfels, grüß dich. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, Vinora-Modelle haben wir in der Vergangenheit gar nicht so viel gefilmt gehabt. Wir haben für das Modelljahr 23 aber hier verstärkt Modelle im Portfolio. Die Marke gehört hier mit unter das Dach, wo Highbike natürlich halt auch zu Hause ist. Und im Vergleich zu Highbike ist Highbike natürlich sehr sportlich orientiert, viel Mountainbike-lastiger. Zwar auch das ein oder andere Trekkingrad in diesem Portfolio, aber die Marke Vinora zeigt halt mehr so den Charakter Familie, Urbanes. Also auch Lastenräder sind hier ein Thema, Kompaktfahrräder, Kinderräder, das spiegelt so ein bisschen die Marke wider. Also ähnlich wie wir das aus dem Hause Scott kennen, wo Scott ganz klar die sportive Marke ist und Bergamont ganz klar das urbane, Familie, Lastenräder etc. Ja, das neue Bosch Bedienfeld, muss ich sagen, BES 5 ist hier im Einsatz. Diesmal endlich mal kein Bosch CX-Motor mehr, sondern ein Yamaha-Motor. Sieht man bei dir nicht so oft in den letzten Videos. Liegt daran, dass wir viel Mountainbike gezeigt haben, da ist der Bosch-Motor oft in Verwendung. Ja, wir haben wie bei den Highbikes ja auch den Fokus so ein bisschen da drauf. Also Highbike ist ja eine weitere Marke mit von uns. Du willst ja keine Videos mit mehr drehen mit Highbike. Das hat andere Gründe. Das liegt daran. Ist es im Endeffekt eigentlich einfach so, das ist ein komplett neues Rad. Also das Yucatan gibt es namentlich schon ein paar Jahre. Ich fand das Konzept aber wirklich extrem gut gelungen, weil wir sprechen einerseits schon immer noch von einem Trekkingrad, aber dieses Rad hat viel mehr Vorzüge, wie es auf den ersten Blick eigentlich noch gar nicht scheint. Also es geht immer mehr dazu über, im Trekkingradsektor auf die Laufradgröße 27,5 zu gehen, in der Kombination mit einem großvolumigen Reifen. Dann aber kein glattes Reifenprofil, sondern eher ein Mischprofil, was für die Straße als wiederum aber auch für Waldwege gut gedacht ist. Hier in dem Fall der Johnny Watts. Ein reiner E-Bike-Reifen, also einfach für die Belastung halt auch ausgelegt. Das ist ja normalerweise ein Mountainbike-Reifen. Nein, Johnny Watts ist kein reiner Mountainbike-Reifen. Also aber auch. Du kannst ihn auch auf dem Mountainbike fahren. Er ist da sehr, sehr vielseitig. Hier in dem Fall jetzt auch mit Reflexstreifen. Das war ja auch immer das ein oder andere Thema. Das heißt, man spart sich so gesehen diese Katzenaugen, die man. Also es geht um die Nacht, dass man sieht. Genau, es geht auch um die Zulassung, STVZO-konform. Was aber das besondere Merkmal dieser Räder halt auch im Gesamten ist. Es gibt grundsätzlich verschiedene Rahmenformen. Hier haben wir jetzt ja mal den Tiefeinstieg. Es gibt aber auch die Herrenvarianten, klassische Diamantrahmenformen. Was du jetzt hier aber vielleicht siehst, ist, dass das Sitzrohr extrem niedrig ist. Weil wir haben hier einen Rahmen für eine Rahmengröße 37 cm. Und das bietet keiner unserer anderen Hersteller an. Also kein einziger eine so kleine, kompakte Rahmengröße. Das heißt, es ist von der Bandbreite her extrem versatil, kann von auch kleinen Menschen sehr sicher benutzt werden. Richtig. Ja, also wir hatten immer, oder wir haben das ja auch gezeigt aus der Husqvarna-Serie mit dem Crosstourer. Da hatte ich ja auch schon gesagt, dass das XS-Modell gerade für kleinere Personen unter 1,60 absolut mega vom Handling halt auch ist. Das ist auch weiterhin so. Wir haben hier die vergleichbare Klasse aus dem Hause Husqvarna, nur jetzt dementsprechend in der Herrenversion. Also hier dann in der Kombination mit Smart Sam, der einen ähnlichen Einsatzzweck natürlich dann halt auch hat. Aber auch 27,5 Zoll Mischprofilbereifung, komplett ausgestattet, komfortable Sitzposition durch Vario-Vorbau dann auch, also verstellbaren Vorbau. Also es fällt jetzt gar nicht so auf. Hast du ein Werkzeug da zufällig? Ein Werkzeug. Ja, du hast soeben ein abnehmbares Werkzeug von der Firma Cube. Ja. Passt das zufällig auf die Sattelschütze? Die Sattelschütze wird nicht weiter reingehen, weil der Rahmen so niedrig ist, dass du die nicht weiter reinbekommst. Das heißt, wenn wir eine kleine Person hätten, müssten wir die Sattelschütze kürzen. Es ist aber auch so, dass bewusst die Rahmengrößen sehr klein gehalten sind. Heißt also, man sagt jetzt nicht pauschal, nur weil es einen 37 cm Rahmen gibt, geht das jetzt auch schon ab 1,45 m. Es ist für ab wirklich sehr, sehr kleinen Größen, ich sage jetzt mal 1,50 m, gar kein Thema, also auch was die Sattelhöhe angeht.
aber die Proportion muss ja auch stimmen. Ne? Das heißt also die Oberkörperlänge in der Verbindung mit dem Oberrohr. Hier ja auch wiederum verstellbarer Vorbau. Wir haben das jetzt relativ steil auch mal stehen, um eine komfortable Sitzposition zu erzielen. Also es ist noch kein Hollandrad. Aber besonders für mich ist einfach in dem Falle die sehr kleine Rahmengröße und die Kombination halt 27,5 Zoll in der Verbindung mit Johnny Watts. Das heißt, eigentlich ist das ein sehr breit einsetzbares Fahrrad. Gar nicht festzulegen auf irgendeine Nutzung. Damit kann ich zum Beispiel einen Feldweg auf dem Campingplatz fahren. Ich kann damit aber auch in der Stadt unterwegs sein. Ich kann damit im Wald unterwegs sein, das würde gehen. Korrekt. Also die Bandbreite ist gerade durch die Laufradgröße und natürlich auch die Bereifung deutlich höher, wie jetzt nur auf der Straße zu fahren. Waldwege, alles ist dementsprechend möglich. Der Rahmen ist ja komplett neu konstruiert. Bedeutet also, wir haben hier jetzt auch den PWX3-Antrieb. Jetzt wird der manch ein oder andere sagen, ich kenne ja nur den Bosch Performance 6. Das wäre so das Gegenstück dort dazu, also auch mit 85 Newtonmeter, heißt dieses Rad ist auch mit wirklich viel Power ausgestattet. 85 Newtonmeter, wie der Bosch, aber der Motor ist sehr, sehr unauffällig und sehr leise, also ich habe ihn selber. Richtig, er ist vor allen Dingen sehr, sehr klein und kompakt, das muss man halt auch dazu sagen. Gewichtsmäßig ist er, glaube ich, auch noch ein Ticken leichter, wie das jetzt beim Performance CX der Fall ist und er ist leiser, also das muss man wirklich sagen, so viel Power auch der Performance CX zeigt, desto lauter wird er aber dann schlussendlich halt auch. Was? Und hier hat man den natürlich auch wirklich sehr, sehr formschön mit integriert. Wir haben die Ladebuchse hier natürlich dann halt auch, wie du hier siehst. Also wir sind froh, dass wir da auch mal Alternativen zu haben, dass wir nicht nur Bosch haben. Wir haben in den Husqvarna-Modellen Shimano und wir haben in den Highbike- und Vinora-Modellen durchweg halt auch einen hohen Anteil an Yamaha-Antrieben. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Hersteller selber schon sehr, sehr lange halt auch mit Yamaha zusammenarbeitet. Was sehr unangenehm ist, sind die große Anzahl von Software-Updates bei Yamaha. Man muss es monatlich, glaube ich, zum Software-Update fahren zu dir? Nein. Muss gar nicht updaten. Nein, also es ist im Endeffekt genau das gleiche 1:1, wie es bei Bosch oder auch Shimano auch ist. Man muss nicht, das Ding funktioniert. Genau, das Ding funktioniert, also auch was Akku angeht. Wir haben hier auch im Prinzip das Ganze wieder über ein Cover gelöst. Hier sitzt der Akku dementsprechend dann halt auch mit drin. Und das funktioniert also auch wirklich absolut top. Sehr schön. Also ich selbst habe 3 Yamaha-Motoren, sie sind sehr unauffällig. Also man lädt sie, man benutzt sie. Man muss noch nicht mal irgendwas beachten, habe ich nie gemacht im Winter, die irgendwie mal leer werden lassen oder so. Die haben immer funktioniert. Das Display ist ganz neu designt, die waren immer potthässlich, die Displays von Yamaha. Also das Display selber gibt es schon ein bisschen länger. Ich fahre den Antrieb ja selber auch in meinem Mountainbike. Jetzt ist jetzt schöner geworden, will ich ja nur sagen. Genau. Ja. Es ist einfach schöner geworden, da hast du recht. Wir haben den Akkuladezustand, wir haben die Geschwindigkeit, wir haben oben die anderen verschiedenen Parameter. Hier geht es über die jeweilige Skala links, in welchem Modi ich natürlich dann halt auch bin. Und der Automatikmodus. Automatikmodus wird über langen Tastendruck aktiviert. Dementsprechend kann ich hier auch mit langer Taste im Untermenü in die jeweiligen verschiedenen Modis gehen. Also das bitte mal erklären, das hat der Bosch nicht. Doch, wir nutzen das im Endeffekt eigentlich beim Purion-Display. Also lange Minustaste wäre in dem Fall der Wechsel in den einzelnen Menüs. Das Display ist ja nicht so groß. Nein, der Automatikmodus meine ich bei Bosch. Gibt es mittlerweile auch. Gibt's auch. Wie heißt der bei Bosch? Auto. Auto. Super. Das ist der Automodus. Ich muss mal drehen mit dir. Und wir haben, ich sehe das gerade vom Winkel her nicht, aber ich glaube, hier ist Beleuchtung, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Lampe ist angegangen. Das geht dementsprechend dann hier drüber und das müsste wahrscheinlich Schiebehilfe sein. So, du magst mal fahren damit, das würde mich mal sehr interessieren, wenn du es mal gerade runternimmst. Ist es schwer oder geht's? Ja gut, wir liegen natürlich schon für ein Trekkingrad um die 28 Kilo. 28 Kilo, sagt er. Startet mit allem Pipapo. So, jetzt muss man auch sagen, Nico ist ein großer Mann, 1,85 Meter ungefähr. Fahr mal hier eine Runde, geht das? Kannst du einmal rum? Hinten kein Platz. Es ist sehr handlich durch die 27,5 Zoll Bereifung, die du hast. Dann hast du eine ultra helle Lampe hinten, die auch wirklich, die kenne ich glaube ich sogar, die Lampe. Wow. Ja, vielleicht noch eine Runde, dann ist auch gut. Das war ja nur mal zum Zeigen. Ja, das hast du schon. Aber man sieht natürlich hier, die Sattelschütze ist jetzt relativ lang. Das Rad ist für mich natürlich viel zu klein. Aber es gibt ja verschiedene Rahmengrößen. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 verschiedene Rahmengrößen bei diesen Modellen. Jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt auf dem Campingplatz wärst, Papa würde zu dir sagen, Nico, geh mal Brötchen holen, würde gehen. Also ist jetzt nicht
Also ich sag mal, das heißt, ich kann den Sattelschirm verstellen, können mehrere Leute nutzen. Dadurch, dass es so klein ist, man kann den kürzen. Das heißt, wenn einer sehr klein ist, könnte man den Sattel kürzen. Das würde gehen. Ja, müssen wir auch kürzen, weil die Sattelschütze einfach standardmäßig bei allen Rahmengrößen gleich ist. Und hier in dem Fall würden wir es kürzen. Was wir natürlich auch haben, das kennen wir schon ein bisschen aus den Highbike-Modellen, ist die MRS-Schiene. Das heißt, hier kann ich natürlich Flaschenhalter oder auch ähnliche andere Sachen natürlich fixieren. Man nimmt dieses Bauteil hier eigentlich nur, das ist nur eine Gummikappe. Dann kommt so ein T-Nutenstück dort rein. Naja, es will vielleicht gerade auch nicht raus. Das geht auch einfach. Ich sehe. Ja, normalerweise machst du das ja nicht raus. Das soll ja der Schutz sein im Endeffekt. Normalerweise macht das einmal die Werkstatt, aber da ist es. Da kommt so ein T-Nutenstein rein, der dann im Prinzip die Aufnahme für Flaschenhalter. Da kannst du alles machen, Schlösser. Ja. Also auch das ist dann so gedacht, dass du es ausschneidest oder wegschneidest. Du würdest es um die Hälfte kürzen, weil du hast hier dann oben und unten jeweils den Nutenstein dann halt auch drin und brauchst es halt auch als Öffnung. Aber im Erstzustand ist es halt mal so sauber verschlossen, es passiert nichts. Ob das hier gedacht ist als Griff, um es vielleicht dann halt auch zu tragen. Warte mal, ich zeig das mal gerade, weil du ein sehr starker, junger Mann bist. Ja. Wir hatten nämlich eben das Thema, dass ich älter bin als du. Und das ist jetzt nochmal eine Rahmenverstärkung. Wir sprechen hier von den Tiefeinsteiger und die Alurahmen so dick und fast schon panzermäßig, wie die aussehen, so dick sind sie gar nicht. Wenn du mal so einen Rahmen aufschneidest, da reden wir von hauchdünnen Wänden, die aber eine extreme Stabilität haben und die brauchen auf jeden Fall beim Tiefeinsteiger eine Verstärkung. Also im Endeffekt siehst du das ja hier, ich mache jetzt nochmal den Gummi hier raus, ja. Wie dick so eine Wandstärke halt auch ist. Also es sind schon ein paar Millimeter, die braucht es auch bei einem Tiefeinstieg, aber im Gesamten natürlich auch die Verbindungssteg, der jetzt durchaus halt auch als Griff funktional wäre, braucht es halt auch zur Stabilität. Ne? Okay. Schönes Detail ist die Luftfeder, die hier verbaut ist. Ja. Du hast also eine RockShox für die Abstimmung gewesen, aber auch hier Mountainbike-Gabeln mit drin, keine reine Trekking-Gabeln mehr. Ich habe es auch in den verschiedenen Videos schon gesagt, die Funktionalität der Mountainbike-Gabeln ist einfach um Weiten besser. Sie sind steifer von der Verwindung und bringen somit halt auch deutlich mehr Fahrspaß. Meist liegen wir um die 80 bis 100 mm Federweg, was für ein Trekkingrad durchaus halt auch schon viel ist. Aber in dem Falle hier wirklich genau passend für so ein Produkt. Klar, Schaltung? Viele Details, also auch Thema Schaltung spielt natürlich halt auch eine Rolle. Hier eine Deore 12-Gang. Shimano, soweit korrekt. Shimano Bremsanlage mit verbaut, aber auch hier schöne innenverlegte Züge. Das sieht absolut sauber aus. Da hat Vinora wirklich viel getan. Die Gepäckträgeraufnahme auch hier eigenständig in der Kombination mit dem Schutzblech und Gepäckträger. Hier können dann die verschiedenen Taschen, Körbe, Kindersitze, wir haben ein Mix-System, also es gibt verschiedene Hersteller, in dem Falle dann halt auch. Die klicken so einfach nur. Genau. Das heißt, wir haben ein Schienensystem, wo genau drauf passt, ob das jetzt ein Korb ist, ein Kindersitz oder ähnliches, ist also hier mit MIG ausgestattet. So, also tolles Rad von einem sehr namhaften Hersteller, 4.199 €. Allerdings, das hier ist oft die Lösung für Leute, die kleiner sind, sehr vorsichtig sind im Straßenverkehr, neu anfangen, denn wenn du gerade nochmal einsteigst, du musst hier nichts drüber heben, das war alles. Und das Coole ist, wenn du an der Ampel stehst, du kannst sehr bequem absteigen und gerade für kleinere Personen hast dadurch viel mehr entsprechende Sicherheit. Du musst nicht da rumhampeln mit irgendwelchen Füßen ausgestreckt, auf Zehenspitzen lagernd. Ich glaube, das wollen viele nicht, oder? Ja, also es geht deutlich mehr zum Tiefeinstieg. Ne? Der Trapezrahmen, die klassische Damenform, nimmt immer mehr ab. Es gibt verschiedene Modelle auch gar nicht mehr in dieser Version. Im sportiven Bereich werden schon noch viele Herrenmodelle halt auch nachgefragt. Aber der Tiefeinstieg ist sowohl bei Frau und Mann mittlerweile das Maßgebliche, was man haben will. Ja, wann wird es bei dir kommen? Dauert ja noch ewig. Vielleicht bei dir jetzt irgendwann, aber... Also Tiefeinsteig ist übrigens nicht mehr, da kann man nicht mehr das Alter festmachen. Also gerade viele Mädels, auch junge Frauen können jetzt hier E-Bike fahren. Eine 13-jährige Tochter, die kann jetzt mal mitfahren mit 25 km/h, hat das. Aber da würde ich bitte, liebe Eltern, bevor ihr einen Tiefeinsteiger für eine junge Person kauft, stimmt das vorher mit ihr ab. Ansonsten fährt es tatsächlich die Frau, ja, oder der Mann.
Tschüss. Achso, Nico Ockenwelt, müssen wir gerade sagen, wo man es kriegt. WeCycle heißt, das Ganze ist im Saarland. Das liegt zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen, ungefähr eingekesselt. Ist ein echtes eigenes Bundesland und ist Teil der Bundesrepublik Deutschland, weil viele nach wie vor noch denken, wir wären irgendwie in Frankreich. Ist das hartnäckig oder? Also habe ich jetzt weniger mit zu tun im Endeffekt, aber bei dem einen oder anderen vielleicht schon, dass wir immer noch zu Frankreich gehören würden, ist aber bei weitem nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Also wir sind einmal im nördlichen Saarland und einmal mitten in der Nähe von Saarbrücken und gezahlt wird auch hier in deutschen Euro. Das heißt also, es ist wirklich ein Teil von Deutschland, von Leuten, die immer noch beharrlich sagen, ja, aber da sind da so viele Franzosen. Stimmt, viele Grenzgänger sind da, aber ich denke mal, es lohnt sich hierher zu kommen. Gerade viele Camper kommen her, hier ist eine ganz tolle Urlaubsregion. Jetzt geht es ja bald los, heute ist der 9. Februar. Das ist eigentlich auch ein schönes Campingrad, oder? Ja, durchaus. Oder auch als Reiserad in gewisser Art und Weise. Es ist halt ein vollwertiges Fahrrad, ne? Das muss man halt wirklich sagen. Und der Trend geht halt wirklich immer mehr zu dieser Kombination, wie ich es eingangs schon gesagt habe, 27,5 Zoll. Die Leute wollen einfach ein bisschen mehr auch abseits der Straße unterwegs sein. Und damit meine ich jetzt nicht den Single Trail, sondern wirklich Waldwege, die einfach geschottert sind oder ähnliches. Auch die Bahntrasse, die wir hier haben in St. Wendel, die über 30 Kilometer geht, ist ja nicht rein nur asphaltiert. Der Reifen ist auch so schön breit, dass zum Beispiel auch Spurrillen und so weiter, wie ich fahre jetzt mal über eine Eisenbahnschiene oder so irgendwas drüber, das ist dann natürlich nicht so empfindlich wie ein ganz dünnes Rad. Vielen Dank, Nico. Auch. Bis zum nächsten Mal bei WeCycle in St. Wendel. Tschüss. Ciao.